sich vorstellen, mein Kettenständer. Voll mit Ketten. So, fangen wir mal hier oben an. Wir haben hier die zwei Essensarmbänder aus der Naturista LE. Hier haben wir so ein einfaches Perlenarmband, irgendein, weiß ich nicht, aus irgendeinem Bestellzeug gab es das mal dazu. Das habe ich mir ja gerade erst von Evelyn gekauft. Das habe ich, glaube ich, mal bei Happy Size bestellt. Das habe ich schon unheimlich oft getragen und ich trage es immer noch unheimlich gern. Hier haben wir Armbänder passend zu meinen Ohrringen. Ketten habe ich auch dazu. Hier genauso zwei Stück. Und hier, das haben wir, glaube ich, aus der Metallics LE von Essence. Und schon kommen wir auf die nächste Ebene. Hier habe ich so drei einfach. Die habe ich, glaube ich, von meiner Oma mal bekommen, mütterlicherseits. Das sind zwei Armbänder. Einmal so ein ganz schlichtes hier mit Eulchen. Und einmal mit so einem Flügel aus der Essence Naturista LE. Das hier genauso. Und das hier ist ein Fußkettchen. Und hier haben wir noch ein Armband. Da habe ich auch die Ohrringe zu. Das habe ich auf der Rückfahrt vom Urlaub gekauft. Das trage ich, glaube ich, momentan am meisten. Und das hier habe ich mal gewonnen von Teno. Das habe ich auch schon unheimlich oft getragen. Dann habe ich hier die zwei. So mit Gebamsel. Da wollte ich mal was mit Gebamsel haben. In Schwarz und Weiß. Und hier auch passend zu Ketten und Ohrringen, die ich habe. Rosa, Türkis und Braun. Hier habe ich noch ein Armband aus der... Na, wie heißt es? Man hängt es nicht so auf, sondern es wird eigentlich so aufgehängt. So wird es dann auch getragen. Aber so hält es besser. Das ist aus der Metallics LE. Ja, dieses Armband hat mein Mann mal auf der Straße gefunden und ich finde es immer noch schön. Ein kleines, schlichtes, goldenes. Und hier haben wir noch eine Uhr von Yves Rocher. Mit einem Herzanhänger dran. Kann man auch mit der Kette machen. Und hier haben wir so ein gläubigen Armband, sage ich immer dazu. Auch sehr hübsch. Und hier haben wir noch das Armband, was ich mir gerade zuletzt geholt habe vom Chibo. Und hier haben wir das passende zu den Ohrringen, die ich habe. So, kommen wir zu den Ketten. Ich habe, als ich 2005 in Chur war, eine Vorliebe für Edelsteinketten entwickelt und Edelsteinanhänger. Ich habe damals einige Edelsteine gekauft und sie dann an diese Lederbänder gemacht und jeden Tag einen anderen getragen. Und das mache ich auch heute noch ganz gerne mal. Ich mag die einfach. Ich finde die hübsch, auch wenn sie mittlerweile schon ziemlich ramponiert aussehen teilweise. Ja, hier haben wir einen Amethysten zum Beispiel. Was das jetzt war, weiß ich gar nicht mehr. War das ein Rauchquarz? Kann sein. Ich bin mir jetzt etwas unsicher. Dann haben wir hier so einen Herzanhänger. Da habe ich drei verschiedene Anhänger sogar für. Die kann ich wechseln an dem Band. Hier drüben haben wir auch nochmal so einen Stern. Das ist ein Tigerauge. Das ist ein Rauchquarz. Das ist ein Aventurin hier. Was haben wir noch? Hier haben wir noch einen. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Da müsste ich nachgucken. Ich habe es auf meiner Webseite, habe ich die alle fotografiert und mit Namen versehen gehabt auf der einen. Ich mache euch einen Link in die Infobox. Das ist ein Fluorid, das weiß ich. Und ja, kommen bestimmt noch ein paar. Da haben wir noch einen. Den hatte ich eigentlich für meinen Mann gekauft, aber er mochte ihn nicht. Jetzt trage ich ihn selber ganz gern. So, hier haben wir auch ein paar Ketten. Ich bin so frei und mache die nicht alle ab. Ihr müsst also manchmal erraten, wie die aussehen. Das hier ist zum Beispiel... So, ich zeige euch das mal. Die hängt so runter und dann hat sie das hier unten als Ende. Das ist ein ganz einfach Silber, ne? Ich muss immer alle abmachen, wenn ich hier eine haben möchte von denen. Das hier ist eine, die hat so ein... Die hängt auch sehr tief. Entschuldigung, dass ich immer mit der Hand wegschwenke. Das sind auch so drei Anhänger, die so nach unten hängen. Hier haben wir so eine Y-Kette. Das hängt dann sozusagen fast in den Ausschnitt immer.
Das war eine von denen. Ja? Jetzt hält sie nicht. So. Man muss immer gucken, wie man sie festmacht. Ich will sie da ja auch nicht verknoten. So, dann haben wir hier so eine mit so einem Anhänger. Und hier haben wir auch noch eine. Die kann ich jedoch nur tragen, wenn ich eine Verlängerung dran mache. Die habe ich vom Chibo. So, erstmal die hier wieder dran machen. Schwupp, dran ist sie. Dann haben wir zwei meiner Lieblingsketten, die ich am liebsten trage. Die sind sehr lang. Da haben wir einmal diesen Anhänger. Und einmal, da ist am Ende nur so ein Kreis, der runterhängt. Die trage ich also auch unheimlich gern. Dann haben wir hier die Ketten aus dem Essence LE. Hier zwei Stück. So, das hänge ich dann mal wieder drüber. So. Was haben wir hier? Ja, es tut mir leid, ist ein bisschen chaotisch. Dann haben wir hier noch so eine ganz einfache mit so einem Herzen. Hier haben wir noch eine aus der Essence Metallics LE. Hier haben wir zwei ganz einfache mit solchen zwei Anhängern. Da habe ich auch die Ohrringe zu. Das waren irgendwelche Werbegeschenksketten. Hier haben wir eine von der Metallics Essence LE. Da ist einmal dieses große Kreuz, wofür ich mir übrigens dieses letzte Armband gekauft hatte. Und sagt selber, das passt doch zueinander, ne? Das geht doch. Und das hängt hier tief herunter. Und im Ausschnitt selber hängt dann, es muss richtig umdrehen, dieses Kreuz noch. So, dann haben wir, nein, mir sind noch keine Ketten verheddert. Dann haben wir hier eine mit so einer Notenschlüssel. Hier ist ein einfaches Band, da hängt noch nichts dran. Hier haben wir nochmal so ein Stern. Hier haben wir noch ein Tigerauge, das ist übrigens auch ein Tigerauge. Hier haben wir noch so einen kleinen. Und dann sind wir hier schon einmal rum. Kommen wir zur nächsten Reihe. Hier haben wir einmal die Kette aus der Sun Club LE. Da ist auch Parfum drin, das kann man aufmachen. So eine Parfumcreme ist drin. Hier haben wir, ach guckt mal, da hängt noch einer runter. Ein Avent, das ist ein Amethyst. Genau. So, dann haben wir hier eine dieser Ketten. Die ist sehr, sehr lang, die kann man also doppelt tragen. Hier haben wir, na, die Edelsteine hängen da immer runter, das ist immer ein bisschen blöd. Hier haben wir so eine grüne, die man sich so umhängen kann auf zwei Reihen. Das sieht man jetzt leider nicht so. Und da haben wir eine türkisene, die hängt man genauso rum. Hier haben wir eine, die hängt lang herunter. Die ist von Evelyn, die habe ich von Evelyn mal gekauft. Hier haben wir noch eine mit einem Herzen und hier oben habe ich mir aufgehängt eine, wo dieser Herr der Ringe dran ist. Hier haben wir noch eine türkisene und eine, die nur mit so kleinen Steinchen ist, ganz, ganz, ganz schlicht. Das hier sind ziemlich alte Ketten von mir aus dem Teenageralter mit solchen Anhängern. Die habe ich also schon ewig nicht getragen. Hier auch. So ganz feine Ketten, auch schon ewig nicht getragen. Die trage ich jedoch ganz gerne. Die habe ich von meinem Großvater bekommen. Hier haben wir eine aus der Essence LE. Die da. Ich weiß nicht, ob ihr euch da überhaupt ein Bild machen könnt. Susi, gehst du da mal weg? Mensch, Hunde dazwischen. Hier haben wir auch noch welche. Aus der Essence LE ist diese hier mit diesen Sternen. Das war die Metallics LE. Das hat mir mein verstorbener Vater geschenkt gehabt. Das hatte keine weitere Bedeutung. Er hat es bei sich, glaube ich, irgendwo mal gefunden und sagte, ob ich das haben möchte. Und ja, kurz darauf ist er gestorben. Und deswegen trage ich die Kette auch hin und wieder ganz gerne. Weil es mich halt an ihn erinnert, ne? Hier haben wir noch eine Kette aus der Natventurista LE. Kette aus der Essence Metallics LE, glaube ich. Sieht jedenfalls so aus und ist auch das Essence-Zeichen dran. Die hier habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Es war eine ihrer früheren Ketten. Das hier ist eine Kette, eine. Ich habe die hier doppelt dran gehängt, also nicht wundern. Die kann man einfach so lang tragen.
Hier sind jetzt ein paar meiner typischen lila-braun-türkis-Ketten. Die hier habe ich zum Beispiel von meiner Oma mütterlicherseits bekommen. Und die habe ich beim Kick gekauft. Also die war nicht teuer, 1-2 Euro oder so. Und dann habe ich sie hier nochmal in rosa und hier noch so eine andere in rosa. Das sind einfach ganz einfache, lange Ketten, die man einfach lang trägt und sie, je nachdem, wie man Lust und Laune hat, halt auch noch doppelt nehmen kann oder auch nicht, wie man möchte. Dann haben wir hier so eine. So. Was haben wir hier noch? Ah, das sind meine Wurstelketten. Nicht wundern. Die sehen schlimmer aus, als wie sie sind. Die muss ich mal entwirren. Das Problem ist, die hatte ich in einem Beutel gehabt und da haben die sich total verheddert. Die hängt hier eigentlich lang runter und ansonsten ist da nichts dran. Das ganze Gebamsel hängt eigentlich unten und bei der hängt das Gebamsel über den ganzen Hals in 5 Reihen. Die muss ich nur wirklich mal entknoten. Die habe ich nicht verheddert, als ich sie hier dran hing, sondern die haben sich in diesem blöden Beutel verheddert. Die hier habe ich, glaube ich, von meiner Mutter bekommen, wenn ich mich nicht täusche. So, die da habe ich auch mal irgendwo gekauft. Ich glaube, bei Strauß. Viele Ketten habe ich bei Strauß gekauft damals. Ich hatte einmal kurzfristig so ein Kettenflash irgendwie. Dann die hier habe ich von meiner Oma, mütterlicherseits. Das war meine Hochzeitskette. Die habe ich bei meiner kirchlichen Trauung getragen. Die gab es übrigens bei eBay. Muss man nur mal nach Bollywood-Schmuck oder so gucken, glaube ich. Die hier habe ich von Helene bekommen. Hier haben wir eine einfache Perlenkette. Die habe ich auch von meiner Oma, diese mit dem Aventurin. Die habe ich auch von meiner Oma gekriegt. Und die habe ich mir mal gekauft beim Chibo und konnte sie nicht tragen, weil sie mir zu kurz ist. Na super. Die wollte ich unbedingt nochmal verlängern irgendwie, aber die hat so einen blöden Dings da oben. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Ich glaube, von meiner Mama habe ich diese einfache silberne her. Die hier hinten, das ist eine von diesem Bollywood-Schmuck, den ich bei eBay ersteigert hatte. Kommen wir zur nächsten Reihe. Diese Kette habe ich bei Happy Size gekauft. Die ist auch ganz lang und ganz einfach immer. Die kann man dann tragen, wie man möchte. Einreich, zweireich. Ich trage sie immer zweireich. Die habe ich für 19 Euro, glaube ich, damals gekauft. Oder waren es 12? Nee, ich glaube 12 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. So, dann habe ich diese hier von meiner Mutter mal bekommen. Die hat sie früher getragen. Genauso wie diese hier von meiner Mama ist. Die habe ich mir selber gekauft. Hier zweimal dieselben. Die kosten, glaube ich, auch nur 1,50 oder so. Kick oder sowas, keine Ahnung, wo es die mal gab. Dann diese hier wird auch einfach nur umgehängt. Genauso wie die hier. Wird einfach nur umgehängt. Klappert wunderschön. Macht Spaß zu tragen, wenn es klappert. Oder so ähnlich. Zumindest. So, dann habe ich die hier als 16-Jährige unheimlich gern getragen. Die habe ich ständig getragen. Genauso habe ich diese nicht, sondern die hier. Die blaue, das ist eine dreireihige und dann hat man unten immer, am untersten Punkt hat man dann immer diese Sachen da hängen. Die habe ich unheimlich gern getragen, wobei das eigentlich eine Kette für eine alte Frau ist. Ich weiß gar nicht, warum ich die getragen habe. Heute passt sie wieder. Dann haben wir hier diese goldene. Die hat unten hier dieses Gebamsel, das hängt dann unten. Dann haben wir hier noch eine ganz einfache. Hier eine mit einer Hexe und dann sind wir da auch schon rum und dann kommen wir schon ganz unten an. Da habe ich meine Holzketten, da habe ich diese hier, die habe ich hier, das ist nochmal genau dieselbe, nur in einer anderen Farbe. Das ist auch ganz günstig und hier noch so eine braune. Dann haben wir hier die ganzen Muschelketten, die habe ich von meiner Oma. Das ist alles, das hier ist eine einzige Kette. Das hier sind mehrere, wenn ich mich nicht täusche, müssen das zwei sein. Dann haben wir hier Holzketten wieder. Die habe ich als Teenager von meiner Oma bekommen. Und seitdem habe ich die halt. Und damals fand ich sie total furchtbar. Und ich muss sagen, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sie teilweise wieder gut finde. Wo ich sie teilweise wieder gerne tragen würde. Nur irgendwie habe ich trotzdem noch nicht viel getan. Das hier ist auch eine einzige. Nee, das sind zwei Ketten. Zwei Muschelketten. Das hier ist eine, die finde ich richtig toll, weil die so schön
runterbamselt. Finde ich richtig, richtig gut. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich hier das Gleichgewicht finde, damit sie drauf hängen bleibt. So. Dann haben wir die. Die bamselt dann auch einfach runter mit den Perlen. Oder Kugeln oder was auch immer das ist, Schmuckelemente. Das hier ist einfach nur ein langer Strich. Das ist keine Rundumkette. Die wickelt man sich einfach um den Hals. Wobei ich mich damit immer halb erwürge, muss ich gestehen. Ja, und das hier war, glaube ich, ein Fehlkauf. Das hier ist eine Kette, die geht auch lang runter. Und ich habe die nur einmal getragen. Ein einziges Mal. Da hat mein Vater noch gelebt. Ich habe die bei Tchibo gekauft gehabt für 8 Euro. Und ich glaube zumindest, es waren 8 Euro. Und als ich diese um hatte und nach oben ging zu meinem Vater, sagt mein Vater zu mir, wem hast du denn die Gardinenstange da geklaut? Naja, nun gut, seitdem habe ich sie nicht mehr getragen. Aber er hat schon recht, es sieht aus wie dieses Gebamsel, was man an der Gardinenstange dran hat oder an der Gardine allgemein so, oder? Ich weiß nicht, er hat irgendwie recht gehabt. Ich muss es gestehen, mein Vater hat recht gehabt. Ja, das ist wie gesagt, ja, das ist noch Susi. Guten Tag. Susi liegt die ganze Zeit hier und verfolgt, was ich hier mache. Gut, das ist mein Ketten- und Armbandständer. Ja. Ne? Das ist er. In ganzer Pracht. Sieht etwas chaotisch aus. Ich finde mich aber drin zurecht, muss ich sagen. Okay, da oben muss ich jetzt wieder aufräumen. Da habe ich wohl zu viel gedreht. Das Einzige, was halt ich halt immer wieder verheddert, sind meine komischen Lederschmucksachen. Die verheddern sich leider. Naja, so habe ich halt meine ganzen Ketten sortiert. Und ich muss sagen, seitdem ich das so gemacht habe, ich muss das nochmal überarbeiten. Irgendwie habe ich da manches nicht richtig angeordnet und manches hat sich verhängt. Muss ich sagen, trage ich manche Ketten viel, viel häufiger. Viel häufiger. Und allein dafür hat sich dann dieser Warenständer gelohnt. Dieser Warenständer hat übrigens, ich glaube, was hat er gekostet? 24,95 inklusive Versand, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich kann aber nochmal nachgucken. Den gibt es übrigens bei eBay. Ist nur ein bisschen krumm. Alles sehr wackelig. Aber passt. Für meine Bedürfnisse reicht er momentan. Ja, so viel von mir. Bis dann!